Gratulieren, gratulieren. Die Zeit, die wissen wir jetzt, sind 52 Minuten und 700. Genau. Du bist zufrieden? Ja, mega, ja. Also wir haben ja als Ziel gesetzt, 55 Minuten. Und das habe ich natürlich dann unterboten, weil, und man muss dazu noch sagen, gell, am Anfang rennst du los und weil ja alle gleichzeitig losrennen, musst du etwa nach 100-200 Metern laufen, weil es gibt nachher Stau, wenn du dort auf die Bahnhofsbrücke kommst und dann kommst du immer vorwärts. Und deswegen, das habe ich nachher aufgeholt und bin dann so schneller gewesen als das Ziel, das ich gesetzt habe. Okay, also cool, das hat sich vielleicht gerade ergeben. Ja. Du ja vorher beim Basel-Stadtlauf bist schnell gestartet, dann hast du das gerne können. Maria hat den Toni gelernt, so, was er dort falsch gemacht hat, hat er jetzt besser gemacht. Ja, ich glaube, er hat es gut gespürt am Basler Stadtlauf, was er falsch gemacht hat. Sie ist eben im Basler Stadtlauf noch mitgelaufen und dort habe ich wirklich am Schluss geheuchelt. Also wirklich, und das Mal bin ich ins Ziel gekommen, nach doppelter Länge und bin echt noch fix. Auf jeden Fall gratuliere Anja. Wie hast du eigentlich das Gefühl? Hast du gedacht, dass er das schafft? Ja, ja. Also der Toni, ich habe ihn ja schon vorher gekannt und ich habe gewusst, komm mal, das ist ein Typ, wenn der sich ein Ziel setzt, zieht er das auch durch, ganz klar. Aber ich weiss natürlich, wie schwer das ist, aus eigener Erfahrung auch. Das Wichtigste ist einfach, dass man am Anfang dranbleibt. Aber ich bin stolz auf den Toni. Wenn man ihn anschaut, sieht man wirklich eine gigantische Veränderung für die kurze Zeit. Und ich habe Freude, das ist gut gemacht. Merci. Mein nächstes Ziel ist ein CEO von Joyce dann, gell? Also, okay. Setz mir das Ziel und hold it! Und wenn du dir das setzt, dann schaffst du es. Nicht schlecht, ja. Aber das hat dann einfach weniger mit Austauschsport wahrscheinlich zu tun. Nein, das ist dann mit... was muss man dort machen? Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht genau. Aber das ist jetzt eigentlich auch egal. Du bist jetzt mal sehr ausdauernd und fit geworden. Das genügt mal von dem Moment. Alles andere lassen wir dann noch. Vielleicht mal CEO mit Toni oder so. Auf jeden Fall haben wir jetzt... Das wäre eine sehr gute Sendung. Das wäre auch eine grosse Sendung. Wie der CEO nach 3 Minuten oder nicht? Wrong! Stellt einfach lieber ein. Aber jetzt haben wir noch etwas für euch und nicht nur für den Toni, der jetzt schon recht viel Applaus auch verdientermassen gekriegt hat. Und zwar habt ihr ja während der ganzen Sendung können mitmachen bei einem Wettbewerb, um eine Übernachtung zu gewinnen in Adelboden und dann auch dort an den Ski-Weltcup gehen. Und jetzt haben wir zwei wunderbare Glücksfeen hier, und zwar Anja und Maria, werden gerade je aus einem von diesen Ballhälften einfach einen Namen von einem glücklichen Gewinner oder Gewinnerin rauspicken. Und ja, wenn ihr euren Namen jetzt hört, dann werdet ihr informiert und könnt euch freuen. Wann fangen wir an über die Tage in Adelboden? Du musst mit Anja anfangen. Also ich habe Veronika Münger. Applaus! Applaus, gratulieren Veronika! Und ich habe Samira Aliotti. Samira Aliotti. Super. Zwei Frauen. Sehr gut. Melden zwei Frauen. Gut, passt doch. Haben wir gut gemacht. Frauen haben die nicht gut. Schon gut, sprich die Austauschung. Aber wir müssen jetzt leider eine kurze Pause machen. Und nachher kommt dann so etwas wie die Endabrechnung. Ist ja schön und gut, du hast Silvesterlauf super gemacht. Aber wie viel Kilo weniger Toni sitzt jetzt eigentlich da als noch am Anfang dieser Sendung? Das lösen wir dann auf. Bleiben dran und bis gerade.